Mein Name ist Heiner Mauck. Ich stehe jetzt vor dem Eingang des 44 Meter hohen Turmes im Dom zu Güstrow. Und wir schauen uns jetzt den Turm von innen an. Und mit wir meine ich den guten Geist des Güstrower Domes, den Küster Herrn Steinhagen, der mir ermöglichte, den Turm zu fotografieren und dabei einiges erklärte. Ich möchte mich für die hilfreiche Unterstützung recht herzlich bedanken. So, die Tür ist auf, links der Strick, das ist das Gelände zum Festhalten, und jetzt besteigen wir den 44 Meter hohen Turm. Auf uns warten jetzt einige Überraschungen. Bevor wir die Mechanik des Uhrwerks uns ansehen, alt und neu, möchte ich noch das neue Zifferblatt der Domuhr von außen zeigen. Und jetzt sind wir auf dem Weg zur Mechanik des Uhrwerkes der Turmuhr. Hier stellt Herr Steinhagen die Uhr richtig. Diese ging eine Stunde nach. Die Uhr der Domkirche stammt aus dem Jahre 1603. Bis 1927 wurde die Uhr von einem Uhrmacher überwacht. Nachdem übernahmen es die Küster. 1985 beschädigte die Uhr ein Blitzschlag. Danach stand die Uhr bis 1996 still. Dann wurde die Uhr völlig erneuert mit einem Zifferblatt. Im Vordergrund sehen wir hier im grünen Rahmen die neue Mechanik von 1996. Der Viertel- und Stundenschlag, Bild hinten das Graue, wird seit 1917 der Viertelstundenschlag und seit 1942 der Stundenschlag nicht mehr betrieben. Und hier sehen wir nochmal das alte Zifferblatt der Turmuhr. Und jetzt schauen wir uns die Gewölbe des Domes von oben an. Der Chor wurde am Anfang schon eingewölbt und dahinter auch das achtteilige Dominikalgewölbe. Das Querschiff und das Langhaus besaßen am Anfang noch eine Holzdecke. Jetzt ist natürlich alles eingewölbt. Dies ist hier die Halterung des Schlusssteins im Chor. Hier wird der Stein hochgezogen und anschließend gesäubert. Dies ist ein Dehnungsloch mit einem weißen Pfeil markiert, vorhanden in jedem Gewölbe. Die Dehnungslöcher haben
die Aufgabe, wenn sich das Gewölbe dehnt, zum Beispiel bei Hitze, schiebt es den Keil höher. Geht die Dehnung zurück, geht der Keil auch wieder zurück. Die Dehnungslöcher haben die Aufgabe, dass keine Risse im Gewölbe entstehen. An dieser kleinen Winde werden die Kronleuchter herabgelassen und dann wird eine defekte Lampe repariert. Sie werden gesäubert oder was immer auch damit geschieht. Alles in allem ist das die einfachste Lösung, an die Kronleuchter heranzukommen. Mit dem Bau des Domes wurde 1226 begonnen. Die Weihe war 1335. Da stand aber der Turm noch nicht. Der Turm wurde im späten 15. Jahrhundert fertiggestellt. Jetzt kommen wir in die Glockenstube des Güsterower Domes. Hier zwei Tabellen von mir und dann befassen wir uns mit den einzelnen Glocken in der Glockenstube. Die Domkirche besaß einmal 6 Glocken am Anfang, die nach der Reformation geweiht wurden. Die Glocken fielen bis auf eine, die große Glocke aus dem Jahre 1670, den Weltkriegen zum Opfer. Seit 1990 läuten 4 Glocken im Dom zu Güstrow. Und nun befassen wir uns mit den einzelnen Glocken. Ja, hier haben wir die Glocke 1, die größte noch heute vorhandene große Glocke, alt und neu. Stammt aus dem Jahre 1617 und wurde laut Inschrift unter Herzog Johann Albrecht II. Von dem Meister Michael Westphal umgegossen. Gewicht 3350 Kilogramm. Der Durchmesser beträgt 1672 mm und der Schlagton ist D. Die Inschrift von Glocke 1 oben lautet: Johannes Alberti von Gottes Gnaden des Bistums Ratzeburg, Herzog von Mecklenburg, Fürst der alten Stammes Heneter, Graf von Schwerin, Dynast von Rostock und Stargard. Frömmigkeit ist zu allen Dingen dienlich, weil sie das Versprechen des gegenwärtigen und zukünftigen Lebens besitzt. Im Jahre 1617, den 20. Juli, haben die verordneten Vorsteher der Domkirche Johannes Baptista Sapali Adrian von Adrichen diese Glocke auf Befehl des gnädigen Fürsten und Herrn umgießen lassen, durch Meister Michael Westphal, Glockengießer. 1964 erfolgte die erste Weihe einer Glocke nach dem Kriege für den Güstrower Dom. Bei dieser Glocke handelt es sich um die Glocke, die durch die Domgemeinde Güstrow 1963
von der Gemeinde Nikolaikirche in Rostock käuflich erworben wurde. Die Nikolaienglocke, Glocke 2, Gewicht 880 Kilogramm. Der Durchmesser beträgt 1124 mm und der Schlagton ist F. Die 1726 von Laurentius Stahlborn in Lübeck gegossen wurde, ist 1942 aus dem Turm der Nikolaikirche ausgebaut und für Rüstungszwecke eingezogen worden. Nach dem Kriegsende wurde diese Glocke auf dem Glockenfriedhof in Hamburg wiedergefunden und der Gemeinde der Nikolaikirche in Rostock zurückgegeben. Da die Rostocker Gemeinde diese Glocke selber nicht nutzen konnte, wurde sie mit einer weiteren ab 1962 zum Kauf angeboten und schließlich von der Domgemeinde Güstrow erworben. ...1990 kamen dann zwei weitere Glocken hinzu. Diese wurden gestiftet von Dr. Gerhard Stade aus Lübeck, den Auftrag bekam die Glockengießerei Rinker in Sinnhessen. Dr. Stade ist gebürtiger Güstrower. Und jetzt sehen wir hier schon die Glocke Nummer 3, 1988 gegossen, wiegt 373 Kilogramm. Der Durchmesser beträgt 1062 mm. Der Schlagton ist G. Die Inschrift lautet: Der Heimat zum Dank, dem Dom zur Freude, Gott zur Ehre. Jetzt kommen wir zur Glocke Nummer 4. Sie wurde 1990 gegossen, wiegt 539 Kilogramm, hat einen Durchmesser von 943 mm. Der Schlagton ist A. Die Inschrift lautet: Land, Land, höre des Herren Wort. Jetzt sind wir ganz oben angelangt und schauen auf Güstrow herab. Jetzt blicken wir in Richtung Osten, vor uns noch der Dom. Das weiße Gebäude ist das Güstrower Museum und hinter dem Museum sehen wir dann das Schloss Güstrow im Hintergrund. Wir sind noch immer in 44 Meter Höhe im Turm des Domes und sehen von hier aus die Pfarrkirche St. Marien auf dem Markt von Güstrow. Und hier habe ich den Dom vom Turm der Pfarrkirche St. Marien aus fotografiert. Nun möchte ich den Film abschließen. Dom zu Güstrow, der Turm. Ich hoffe, der Film hat Ihnen gefallen. Ihr Heiner Mauck.